Hallo zu Nier Automata, ja, zu einem neuen Projekt und ja, ich wollte euch erstmal die Demo vorzeigen. Ich habe euch ja auch schon Games von den Demos soweit gezeigt, die ich auch soweit auch irgendwann demnächst plane, auch die zu spielen, wie ihr das natürlich auch von der Vergangenheit kennt. Und ja, Nier kennt ihr bestimmt auch als PS3-Titel oder halt auch von der Xbox 360. Ist auch von Hause Square Enix und ja, damit fing es alles an. Damit hat man ja weißhaarigen ja, Hauptcharakter gespielt. Und außerdem hatte man ja auch noch Nier Replicant, aber das kam bei uns nicht raus. Man kann es aber jetzt durch japanischen ja, Import so gesehen herholen. Aber ansonsten, ja. Habt ihr jetzt hier auf jeden Fall das Neue, was jetzt demnächst rauskommen wird, Nier Automata, also sprich Frühling 2017. Ja, und wir schauen auf jeden Fall mal an, wie das Spiel so ist. Ihr könnt gerne auch Feedback da lassen über dieses Spiel. Wie findet ihr es? Ja, mit einem neuen Schritt von Nier. Finde ich auf jeden Fall echt cool, dass sie das weiter fortgesetzt haben, weil ich fand das alte Spiel. Also den ersten Teil kann man auch schon so sagen, fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr cool gemacht, auch von der Story her. Und war nicht gerade ohne. Und ich wollte auf jeden Fall euch jetzt hier die Fortsetzung zeigen, kann man so sagen. Ja, Stimme können wir auf Japanisch, habe ich das eher lieber, denn sonst. Text lassen wir auf Deutsch. Dann haben wir hier Schwierigkeitsgrad, Minikarte, Vibrationen brauche ich gar nicht. Das lassen wir erstmal noch so. Ja, ich wollte ja mal Einblick haben in dieses Spiel und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das alles noch so wird hier, das Spiel hier. Okay, lassen wir jetzt einmal alles soweit. So, dann haben wir hier nochmal die Steuerung. Ja, aber ich denke mal, wir haben sowieso eh so ein Tutorial. Dann werden wir da sowieso erstmal noch reinsteigern müssen. So, dann legen wir auf jeden Fall los. Abstieg Nummer 243, Datum 10. März. Das ist mein Jahr. 11945. Einsatzziel: Zerstörung der Waffe der Goliath-Klasse. Details unbekannt. Einheiten 1D, Anführer 2B, 2E, 4B, 11B. 12H. Einsatzbeschreibung. Geheiminformationen haben enthüllt, dass Maschinenwesen in der verlassenen Fabrik eine große Waffe gebaut haben. Das Analyseteam ist zu dem Schluss gekommen, dass es sich sehr wahrscheinlich um eine Waffe der Goliath-Klasse handelt. Das Ziel dieses Einsatzes ist es, die feindliche Einrichtung, die verlassene Fabrik, mit einem Team aus 6 Einheiten zu untersuchen. Die Waffe der Goliath-Klasse zu finden und sie zu zerstören. Alle teilnehmenden Einheiten treffen sich mit Unterstützungseinheit 9S vor Ort. Oh, nice. Gefällt mir schon. So, hier können wir uns also bewegen. Leiter Angriff. Schwerer Angriff. Oh, nice. Dann nimmt sie ihre andere Waffe. Springen. Sieht auf jeden Fall echt schon klasse aus. Wow. Ah, hier können wir schießen. Ah, da müssen wir uns so bewegen. Ja, auf jeden Fall auch keine schlechte Mechanik. Da haben wir so eine Art Drohne. Ah, hier, da haben wir diese Bälle, die kennen wir ja auch von den früheren Nier, kann man sagen. Wir können die sogar auch zerstören mit unserem Roboter. So, wir werden erstmal nach und nach ausschalten. Ja, wir können außerdem auch mit unserer Waffe die Kugeln ausschalten. Früher musste man ja wesentlich immer ausweichen bei solchen Moves. Das war nicht ohne, also der vorige Nier. So, hier haben wir jetzt Ausweichen.
Sieht auf jeden Fall auch ziemlich cool aus. Hat auf jeden Fall so einen Assassin-Stil. Wow. Hätte mal weggekickt. Ja. Oh. Warnung. Oh, eine Stufe 3 Gegner. Ja. Okay. Krasses Teil auf jeden Fall. Wow. Der geht auch nicht ab. Achtung. Okay, das Ding ist wieder ausgegangen. So, jetzt kommt auch schon die Kugeln. Erstmal ausweichen. Why? So, dann haben wir hier ein Programm, den wir aktivieren können. Ah. Da wird eine Prognose wohl genommen. Wow. Oh, das zerstören wir sogar Stück für Stück. Jetzt kommen natürlich noch viel mehr Kugeln. Hier ist also auch schon Movement gefragt, denn nicht von denen getroffen zu werden, weil man kriegt da ordentlich Damage. Wow. Oh, den haben wir schon mal aus dem Weg geräumt. ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2Bさんですね。僕は9Sです。あなたのサポートをするように指令を受けています。このノコギリが目標の超大型兵器ですか?違う。単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。 僕は飛行ユニットがありますから、外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。 Okay, er zur Luft und wir zu Boden. Ah, da können wir schießen. Und da haben wir eine Ziel. Ah, das ist ja mal nicht schlecht. Wie sie sich bewegt. Uiuiui. Die trinken weißen String. Uiuiui. Na gut, Assassinen. Das würde irgendwie auch ganz gut passen, eigentlich, finde ich. Aber ich finde auf jeden Fall ihr Gear sieht auf jeden Fall echt ziemlich stylisch aus, muss man sagen. Diese schwarze, dann diese. Ich bin echt gefragt, ob die wirklich blind ist oder nicht. Also es würde mich echt interessieren, wenn wir bestimmt auch noch erfahren. Weil das sieht echt ziemlich cool aus vom Stil her. Also wenn das sowas in Final Fantasy 14 geben würde oder so, so als Glamour. Aber es sieht auf jeden Fall echt schick aus. Auf jeden Fall das Spiel auch von der Optik her. Diese 60 FPS machen auf jeden Fall schon was her.
Also das wird definitiv bestimmt ein Titel, den ich auch wieder wiederholen werde aus dem Hause Square Enix. Weil die bringen momentan richtig coole Spiele raus, auch hier auch Kingdom Hearts nächsten Monat. Freue ich mich auch tierisch drauf. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall auch wieder dabei. Auch mit den ganzen anderen Sachen. Also Januar wird auf jeden Fall auch noch eine Menge kommen. Dann kommt für den März ja auch noch was. Dann dieses Spiel hier. Wow, das wird so cool. Aufpassen. Tobi-san, nani? 事前に調査しておいた Nice. Ah, jetzt haben wir unsere unsere Minikarte. Ah, hier machen wir sogar Licht an. Beim linken Stick. Da haben wir unsere Laserkanone L1. Okay, jetzt habe ich irgendwie auch gefunden, wo wir rennen können mit R2. Wo wir auch ausweichen können. Achso, das ist beides sogar. Ausweichen und rennen. So in den. Ja, das ist super. Also ich liebe ja sowieso so Assassinenklassen. Also ehrlich, also das ist echt top. Ah, wie die ganzen Kugeln auch noch. Au, au, au. Aber hier hat man mehr auf so Androiden gesetzt, als wie beim alten Teil. Oh. Tobi-san, Boku, ureshii desu. Nani ka? Boku tachi scanner type wa tandoku de no genchi no jizen chousa ga omo desu. Dakara, dareka to issho ni koudou dekiru tte tanoshii desu. 感情を持つことは禁止されている。だ、すみません。それと3はつけなくていい。え?私の名前に継承は必要ない。わかりました。トゥビ。だ、 sieht aber auch cool aus. Also ein bisschen so den 2D-Stil. Dinger hier. Hau ihn ab.
Ah, da oben geht's auch lang. Ah, das ist auch mal nett gemacht auf jeden Fall. Bam! Eine kleine Truhe. Hier gibt's auch wieder hier Gegner. Können wir uns auch auf jeden Fall auch mitschnappen. Ja, wunderbar. Tschuh! Und rüber geht's. Also vom Stil her auf jeden Fall echt top. Macht schon Spaß. ヒロイナ、この廃墟。ここは昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。 Ey, 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 das Ding ist voll am Ausrasten, jo. Oh, da gibt's was. Oh, 1000 bekommen. Das sieht ja auch mal lustig aus. Boah. Ey, 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 ey. Wie so ein Parkour, so eine Art. Okay. Kommt erstmal ein ganzer Mob hier an. Noch mehr. Nächste Stufe. Jetzt haben wir 4 erreicht. Okay. Ah, da können wir also drauf. Wow. Geschütze. Eisenerz. Sowas, was wir auch bei Final Fantasy kennen. Erz und alles mögliche, was man auch noch looten kann. Da können wir noch nicht hin. Das bleibt uns doch verwehrt. Das hat was. Besonders wenn wir auch dann ausweichen machen. Ah, hier auch noch mit Schild. Au. Ja, und ordentlich zu hier, die Jungs. Wow.
Das ist ja mal cool, dass ihr auch die Ansicht hier immer ändert. Einmal haben wir 2D, dann haben wir einmal dieses normale, also dieses dynamische halt, ne? 3D, und dann haben wir mal 2D, dann Vogelperspektive. Ja, das ist schon cool. Bringt Abwechslung auf jeden Fall rein. Zack. Da haben wir wieder ordentlich aufgeräumt. あれは。ああ。鳥ですか?環境の変化があったのか?動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。 Also von der Optik her hat es auf jeden Fall was. Auch von der Dynamik her. Oh, da gibt es auch noch was zu looten. その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが、移動してみましょうか。しかし、司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。 Sogar zwei. Sogar zwei. Oh Mann. Oh, ups. Ah, das Ding haut schnell ab. Ganz gut am Ausrasten hier. Ah, so ist das also. Und uns also so richtig niedermalmen. Wow. Oh. Na, was hat er jetzt vor? Hä? Da geht ja wieder was los. Wow. Okay, das ist ganz und gar nicht klein.
Warnung. Ja, da haben wir Stufe 6 Boss. Wow. Hey, ja. Klar. Warum auch nicht? Jetzt kommt der, aber jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Au. Aber wir kriegen jetzt Unterstützung. Ah, sehr schön. Er hilft uns. Oh, schnell weg, schnell weg. Wow. Das geht auch nicht zur Sache. Haben wir noch so ausgehend oder so einen Boss? Der kommt wieder unter uns. Okay. Ach, hier müssen wir auf ihn draufklettern hier. Ist hier irgendwo ein Weg? Ah. Oh, das Ding schaltet sich immer wieder an und wieder aus. Da haben wir irgendwie so einen Kurzschluss. Mal hochklettern. Ah, okay. Das heißt, geht noch schneller. Ah, zack. Geht auch so. Oh nein. Lass ihn in Ruhe, ihr kriegt ihn nicht.
Quatsch. Was haben wir hier? Oh nein. うるさい。いいから出して。トゥビ、言って。黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。 Jetzt geht es noch weiter gegen ihn. Eine Schwachstelle. Das wäre cool. Das sieht echt übel aus. Wow. Nicht schlecht. Wir schon mal den ersten Arm weggehauen. Ja, wir haben das übernommen. Das ist ja mal nicht schlecht. Wow. Und jetzt können wir das einfach so. Ah, mit Dreieck. Bam, hauen wir ihn eine rüber damit. Ah, das ist ja mal nicht schlecht, dass wir denn die Technologie anderer nutzen können mit dazu. Das hat was. その必要はないみたいです。そんな。
なかなかうまくはいかない。準備はできました。ブラックボックスを分かった。申請ブラックボックス反応による適応型兵器の殲滅。 Wow. Vielen Dank fürs Spielen, Nier Automata, ab den 10. März 2017. Ja, es hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Und für den ersten Eindruck auf jeden Fall echt cool. Man hat ja sonst immer nur so welche Videos gesehen. Aber jetzt so spielerisch macht das auf jeden Fall echt viel Spaß. Und hat echt Laune gemacht. Ihr könnt gerne auch Feedback da lassen. Wie fandet ihr die Demo? Falls ihr auch schon selber gespielt habt, würde mich mal auch mal interessieren. Und an sich für sich, also da würde ich mich auch mal interessieren. Also es war echt cool, selber so spielerisch hat es mir auf jeden Fall sehr gefallen. Ich bin mal gespannt, was uns noch einiges noch erwarten wird vom Spiel so her. Bis es eben halt demnächst rauskommen wird. Und natürlich auf die kommenden Sachen und alles. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und ich finde auf jeden Fall dieses Assassin-mäßige auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. So vom Stil her und das alles. Hat schon auf jeden Fall was. Ja, wie schon gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mal sagen, ja, danke fürs Zuschauen. Und ich würde mal sagen, sonst bis zum nächsten Mal. Und haut rein!